Thank you. Does it matter that it still says we're in a practice session? Yeah, I'm about to. Yeah, that means we're not live yet. So okay, I just wanted to make sure it was this link and not. Yeah, no, we just stay here, and then I go. I'm going to hit start webinar here, like right now, and then you'll start to. You should see, be able to see the number of participants will go up. Everyone will come in, and then give it. You know, wait a you know a little bit, a 30 count, and you guys can go ahead and get started. All right, I'm going to go ahead and mute myself now. Quick question, Aubrey, before you mute. Oh, sure. When you go live, can they see Amy and I on the side, or do they just see the slides? They should be able to see you. So yeah, so if you don't want, I think if you're not speaking, they maybe won't see you. But I just say, if you're not the one speaking, you can turn your camera off. So it's up to okay. you. But yeah. So once we go live, no picking your nose. Got it. Okay. Yeah, maybe avoid that. Just never mind. Aubrey, can you do a countdown, just 5, 4, 3, 2, 1 till you, for when you go live? Okay, I'm going to do it right now. So 5, 4, 3, 2. Recording in progress. Welcome to today's webinar. Willkommen beim heutigen Webinar. Was bedeuten all diese Linien und Farben? Das Interpretieren von Krebsdatenplots. Ich bin Janet Freeman, ich bin die Moderatorin für das heutige Programm. Fangen wir an mit ein paar Anmerkungen zum Ablauf. Wenn Sie die Folie runterladen möchten für heute, dann können Sie da Zugang finden auf der Website für das Webinar und der Link ist im Chat zu finden. Das sind Sie in der Lage, eine Videoaufzeichnung dieses Webinars auch herunterzuladen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben eine E-Mail erhalten, wie sie Zugang finden können zu der Live-Verdolmetschung des Tons. Die Anweisungen dazu sind im Link zu finden im Chat. Und da kommen Sie auf die Webinar-Seite und dann klicken Sie einfach auf Live Interpretation Instructions, also Anweisungen für die Live-Verdolmetschung. Und diese Anweisungen sind auch im Chat eingestellt. Wenn Sie Probleme haben, dann nutzen Sie den Chat, um Support zu kontaktieren. Wir haben ein Webinar in mehreren Sprachen noch nicht durchgeführt und darum bitten wir Sie, wenn Sie Ihre Frage stellen, versuchen Sie die Frage auf Englisch zu stellen. Wenn Sie die Frage in Ihrer Muttersprache stellen, versuchen wir die dann mit Google Translate zu übersetzen. Es wird auch eine Question-and-Answer-Session geben nach dem Vortrag. Also bitte geben Sie Ihre Fragen ein für diese Frage- und Antwortsitzung danach. Das können Sie jederzeit eingeben, unten am Bildschirm bei Zoom im Chat. Ihr Kamera und Ihr Mikrofon bleibt bei diesem Webinar aus. Und wir verwenden auch nicht die Handhebefunktion. Sie können den Chat verwenden für Ihre Gespräche und Diskussionen, wenn Sie das wünschen. Und jetzt stelle ich unsere Sprecherin vor. Also nächste Folie bitte. Dr. Amy Moore ist VP of Global Engagement und Patient Partnerships für Longevity. Sie hat in Virologie an der Wake Forest University School of Medicine promoviert, war Postdoktorandin der American Cancer Society am Vanderbilt University Medical Center und ist seit über einem Jahrzehnt im Non-Profit-Sektor tätig. Zuerst war sie im Bundesstaat Georgia, wo sie am Aufbau einer landesweiten Krebsinitiative arbeitete. Und seit kurzem ist sie im Bereich Lungenkrebs unterwegs. Sie arbeitet eng mit Biomarker-Patientengruppen zusammen und leitet die wachsenden globalen Bemühungen von Longevity. Und sie ist auch die Leiterin der Organisation für all das, was mit Covid-19 zu tun hat. Willkommen, Amy. Vielen Dank, Janet. Es ist ein Riesenprivileg, hier zu sein bei Ihnen. Und vielen Dank an IASLC, diese Präsentation durchzuführen, dass diese Sitzung abgehalten wird. Ich hoffe, das ist informativ für alle und ich hoffe, dass wir alle Fragen beantworten können. Heute also gibt es mehrere Lernziele zum Interpretieren dieser Krebsdatenplots. In diesem Webinar werden Sie lernen, wie Sie verschiedene Arten von Datendiagrammen identifizieren, die üblicherweise verwendet werden, um die Ergebnisse klinischer Krebsstudien zusammenzufassen. Dann werden Sie das Layout verstehen, die Terminologie und auch die wichtigen Daten in jeder Art von Plot-Darstellung. Und außerdem werden Sie Ihre Fähigkeit verbessern, die Ergebnisse klinischer Studien an Patienten und Betreuer sowie an die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren. Also legen wir los. Ich möchte anfangen, indem ich Ihnen einen Überblick gebe, eine Orientierung über die Anatomie einer klinischen Studie. Und hier geht es um eine 5-jährige Studie. Nach Anfang der Studie gibt es eine Anlaufperiode, mehrere Monate lang. Und dann gibt es die Einschreibezeit für die Studie. Und da muss man
feststellen, ob die Leute die Kriterien erfüllen, ob sie zugelassen werden können für die Studie. Darüber sprechen wir gleich mehr. Das Wichtige hier ist, in dieser Zulassungsphase für die Patienten, ist, dass die Patienten zu jedem Zeitpunkt hier mitmachen können in dieser Periode. Das heißt, dass einige Patienten vielleicht am Anfang sich einschreiben und dass andere vielleicht eher am Ende sich einschreiben, am Ende dieser Zeitperiode. In diesem Sinne gibt es also mehrere Arten von Informationen, die hier notwendig sind und gesammelt werden müssen, um Probanden einzuschreiben in der Studie. Und man braucht eine bestimmte Zahl von Patienten, um die Endpunkte zu erreichen, um die Frage zu beantworten, die gestellt wurde nach Studienaufbau. Und die Endpunkte sind signifikant. Und wenn dann die Einschreibephase beginnt und eine bestimmte Zahl der Teilnehmer dann erreicht wird, dann schließt die Einschreibephase und zu dem Zeit beginnt die Datensammlung. Also die Studie läuft weiter, aber keine neuen Patienten können eingeschrieben werden zur Teilnahme an der Studie. Das ist also die grundlegende Anatomie einer klinischen Studie. Wie erwähnt, können die Patienten eingeschrieben werden in dieser offenen Einschreibeperiode und zwar zu jedem Zeitpunkt in diesem Zeitfenster. Und hier sieht man also diese Patientin. L, S und M sind die Patienten, die alle zu verschiedenen Zeiten zur Studie kamen. Und diese Patienten werden also in Serienzeit hier verfolgt. Wir sehen also diese geschlossenen und diese offenen Kreise hier. Und dieser geschlossene Kreis für Patient S, also die sind, werden zugelassen, die Daten von S, aber die offenen Kreise heißt, dass sie zensiert werden. Und zensiert heißt, dass die Daten nicht verwendet werden können, dürfen nicht verwendet werden, um Überlebensrate zu ermitteln in dieser klinischen Studie. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir werden dann erkennen, warum das wichtig ist und wie das reflektiert wird in den folgenden Diagrammen, die wir uns anschauen werden. Also nächste Folie bitte. Hier ist ein typisches Schema, ein klinischer Versuchsaufbau, also klinischer Studienaufbau. Und wie schon erwähnt, geht es um die Zulassungskriterien erstmal. Und verschiedene Kriterien schauen sich da die Prüfer an, um zu gucken, ob die Patienten zugelassen werden können für die Studie. Das ist vielleicht je nachdem, wo, in welchem Stadium sich die Krankheit befindet, die Art von Lungenkrebs, die Behandlung, die sie schon erhalten haben, Chemotherapie, Immuntherapie, also welche vorherigen Behandlungen sie erhalten haben und ihr aktueller Status. All diese Dinge werden in Betracht gezogen. Und wenn diese Zulassungskriterien dann erfüllt sind, wenn man angenommen wird zur Teilnahme an der Studie, dann werden die Patienten charakterisiert nach den Fragestellungen der Studie. Hier werden sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Und das hat zu tun mit der relativen PD-L1-Expression. Und so werden sie randomisiert, ob das jetzt PD-L1 niedriger oder höher ist in der Expression. Und in Studien der Phase 1 und 2, die früheren Phasen der Studie also, da gibt es keine Randomisierung der Patienten. Die werden nicht in verschiedene Arme randomisiert. Aber in diesem Fall hier, Phase 3 und 4 Studien, da werden die Patienten randomisiert und dann in die Studienarme eingeteilt, wo man sich die verschiedenen Interventionen anschauen kann, um zu ermitteln, ob sie Vorteile daraus ziehen. Das ist also, wie diese Studien aufgebaut sind. Bevor wir jetzt also zu dem Platz selber gehen, müssen wir erstmal verschiedene Grundlagen verstehen, grundlegende Endpunkte einer klinischen Studie. Ein Endpunkt ist einfach ein Ereignis oder ein Ergebnis, das objektiv gemessen werden kann, um festzustellen, ob die Intervention Vorteile für die Patienten bringt. Der Goldstandard also hier bei den klinischen Studien zum Krebs ist das vierte hier, Gesamtüberleben, die Zeit zwischen Behandlung und Tod des Patienten. Die gute Nachricht hier im Bereich Lungenkrebs ist, dass die Patienten mit der Ankunft von Immuntherapie und gezielter Therapie, dass die viel länger leben. Also das Gesamtüberleben kann länger andauern. Das ist aber auch eine Herausforderung, wenn man sich jetzt die Medikamente anschaut und gucken möchte, ob die zugelassen werden sollen oder nicht. Und oft schauen wir uns deshalb alternative Endpunkte an, die verwendet werden können, um einige dieser Entscheidungen zu treffen über diese Medikamente. Und in letzter Zeit haben wir mehr so eine Betonung gesehen auf progressionsfreies Überleben, also die Zeitspanne zwischen der Behandlung und einer messbaren Verschlimmerung der Krankheit. Wir können uns auch Dinge anschauen wie krankheitsfreies Überleben, die Zeitspanne zwischen Behandlung und Rückfall. Und das ist besonders nützlich im Kontext von Dingen wie zum Beispiel Operationen. Ein weiterer Endpunkt ist die Ansprechrate, Response Rate.
Und das ist der Prozentsatz der Patienten, deren Krebs nach der Behandlung schrumpft oder ganz verschwindet. Das ist nützlich für einarmige Studien, wo es keinen Kontrollarm braucht. Und schließlich gibt es auch noch die Lebensqualität. Wir wissen, dass das auch einen Unterschied macht, wenn es um die Patienten geht, die behandelt werden. Und das sehen wir auch, eine wachsende Betonung auf diesen Bereich besonders. Und das bedeutet, ob das Medikament also eine Auswirkung hat auf die Schmerzen oder andere Symptome im Zusammenhang mit der Erkrankung, das Medikament also Auswirkungen hat darauf, auf Schmerzen und andere Symptome. Und es geht natürlich um Patient-Reported Outcomes. Also die Patienten müssen uns erzählen, was ihre Erfahrung war und wie sich das auswirkt auf diese verschiedenen Themenbereiche. Das ist also ein wachsender Bereich, der weiter betont wird, wo es also um wo es darum geht, wo wir Interesse haben, wie lange also das Überleben geht, die verschiedenen Arten des Überlebens, die hier dargelegt werden. Das, das wollten wir erst mal darlegen, bevor wir weiter eintauchen können, tiefer in die eigentlichen Diagramme. Und heute gibt es mehrere verschiedene Plots oder Diagrammarten. Wir besprechen die Überlebenskurve, auch, oft auch die Kaplan-Meier-Kurve genannt. Dann diese Forest-Plots, Walddiagramme, unerwünschte Ereignisse, Adverse Events, Wasserfalldiagramme, Schwimmerplots und Spinnendiagramme. Und wo wir jetzt diese einzelnen Punkte durchmachen, erzähle ich Ihnen, was da adressiert wird, was da angesprochen wird von diesem jeweiligen Plot, von der jeweiligen Diagrammart. Es gibt ein paar grundlegende Tipps zum Identifizieren von Datenplots. Ich vergleiche das im Grunde mit der Zeit vor GPS, wo wir immer so im Auto die Karte rausholen mussten und aufhalten mussten und geguckt haben, was zeigt uns die Karte an? So war das. Also, so schaue ich das mir an. Man schaut sich den Titel an. Was ist die Art der Studie, Methode, Analyse? Was ist die Schlussfolgerung? Das nächste ist, schauen Sie sich die Achsenbeschriftungen an. Das ist eine der besten Arten und Weisen, sich zu orientieren, zu gucken, wo man sich befindet auf dieser Grafik. Also finden Sie die X- und Y-Achse. Die Y-Achse ist die vertikale Achse, also ist die links, geht hoch und runter. Die X-Achse ist die horizontale Achse, die von links nach rechts geht, unten im Diagramm. Und diese variieren natürlich von Diagramm zu Diagramm. Also ist es sehr wichtig, dass man diese Beschriftungen dieser Achsen sich durchliest. Denn da erkennt man, was da repräsentiert und dargestellt wird. Und schließlich sollte man sich auch die Legende anschauen. Das ist ein schönes Tool, das in den Grafiken oft dabei ist. Das kann vielleicht in einer Form einer kleinen Box sich darstellen, ein kleines Kästchen, wo drin steht, was die verschiedenen Farben oder Formen bedeuten. All diese Dinge also geben Ihnen eine Orientierung und zeigen Ihnen an, was da dargestellt wird. Wir fangen also an mit dieser Überlebenskurve bzw. die Kaplan-Meier-Kurve. Und das ist das Überleben, das Gesamtüberleben über eine gewisse Zeit hinweg für die gesamte Gruppe der Studienteilnehmer. Und wie ich schon erwähnt habe, sollte man sich als erstes hier bei allen diesen Diagrammen zuerst mal sich ein bisschen orientieren. Die Y-Achse und die X-Achse sich anschauen. Hier also links, hoch und rund, da befindet sich die Y-Achse. Da steht Survival, also Überlebensrate in Prozent. Und da schauen wir uns also das Gesamtüberleben an. Und dann rechts hier ist die Zeit in Monaten ausgedrückt. Und wir sehen auch diese Number at Risk, also die Zahl der Studienteilnehmer, die weiter in der Studie verbleiben. Und jedes Mal, wenn wir von links nach rechts gehen, dann verringert sich diese Zahl, denn die Patienten sterben oder sie verlassen die Studie aus anderen Gründen. Und da verändert sich diese Zahl also entsprechend. Und auf dieser Grafik gibt es zwei Kurven, eine grün, eine lila. Und jedes Mal, wenn wir das sehen, dass diese Kurven da nach unten gehen, das ist also das Gesamtüberleben. Und jedes Mal, wenn das runtergeht, repräsentiert das oder stellt das einen Tod eines Patienten dar. Und zwei Interventionen werden verglichen hier. Eine, das ist also die Frage gestellt bei der klinischen Studie, gibt es einen Vorteil für die Patienten im Vergleich zur Standardbehandlung oder zum Behandlungsstandard? Und dann ist noch die Frage, was ist medianes Gesamtüberleben? Also medianes Gesamtüberleben, da muss man rübergehen auf die Y-Achse, 50% Marke finden und dann mehr oder weniger eine horizontale Linie rüberzeichnen, bis es dann sich überschneidet mit den jeweiligen Kurven. Und am Schnittpunkt der Linien, mit der vertikalen Linie im Vergleich zu, also mit der X-Achse, das ist also die Zeit in Monaten. In dem Fall, wenn wir das machen, wenn wir diese Übung durchführen für diese violettfarbene Kurve, und dann zum Schnittpunkt kommen, da sieht man also, dass mediane Überleben 9,5 Monate ist ungefähr. Bei der grünen Kurve im Vergleich dazu ist der medianes Überleben 24,5 Monate. Und vielleicht möchte man auch wissen, wie viele Patienten nach einem Jahr nach Studienbeginn noch am Leben sind. In dem Fall gehen wir runter auf die X-Achse, also die Zeitachse,
und suchen uns die 12-Monats-Marke, also ein Jahr, und zeichnen dann eine Linie nach oben, bis sie sich mit den Kurven überschneidet. Und dann bringen wir diese Linie rüber und gucken, welcher Prozentsatz der Patienten noch am Leben ist. Und wenn wir diese Übung für diese lilafarbene Linie machen hier, dann sehen wir, dass nach 12 Monaten circa 69% noch über, 34% noch überleben. Und bei der grünen Kurve sind das nach 12 Monaten noch 69%, die noch am Leben sind. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass die Patienten ja in Serienzeit überwacht werden. Und habe ich ja gesagt. Und das heißt also, dass manchmal die Patienten auch zensiert werden. Und das ist dann so ein Häkchen. Das steht für die Zensierung eines Patienten. Und dieser Kreis da auf dieser lilafarbenen Kurve, da wurde der Patient zensiert. Und diese Daten werden dann nicht in Betracht gezogen für die Gesamtüberlebensrate, für die statistischen Zwecke in diesem Sinne. Die werden also rausgenommen, die zensierten Patienten. Was Sie außerdem sehen können, unten bei der lilafarbenen Kurve ist dann noch so ein langes Schwänzchen dran. Und das heißt, dass das nicht weiter nach unten geht. Diese Linie ist also jetzt unverändert, gerade. Und das ist also, wenn es da so einen Plateau-Effekt gibt, wenn da keine weiteren Patienten zensiert werden. Und das kann Ihnen auch Informationen liefern, wenn Sie sich diese Kurven anschauen. Eine weitere Sache, die ich noch herausstellen wollte, es gibt hier zwei Kurven. Und da gibt es eine schöne Separierung, Trennung der beiden Kurven. Da ist also viel Platz zwischen den beiden Kurven. Das ist eine gute Sache, denn eine Behandlung ist aktuell oder scheint zumindest aktuell besser zu sein als eine andere. Und mit dieser Orientierung können wir uns mal ein Beispiel aus der echten Welt anschauen. Hier nochmal also. Hier ist also viel Information drauf, wie man sich also orientieren kann, was man hier sieht. Also die Beschriftungen sich anschauen, die Achsen ablesen und dann hilft das einem beim Verständnis. Im Vergleich zur vorherigen Folie, die sich Überleben insgesamt angeschaut hat, schaut sich das hier progressionsfreies Überleben an. Das ist also ein weiterer Gesichtspunkt, den ich beschrieben habe. Und hier gibt es also PDL1-Expression von mehr oder gleich als 1, also mehr oder gleich als 1%. Und diese Y-Achse hier ist auch wieder der Prozentsatz der Patienten mit progressionsfreiem Überleben. Die X-Achse unten, nochmal gesagt, ist in Monaten. Und da sieht man, dass das wie das anfängt und wie es dann immer weiter nach unten geht über die Zeit hinweg. Also wenn wir nochmal die gleiche Übung hier durchführen, fragen wir, was ist medianes progressionsfreies Überleben in dem Fall? Dann kommen wir zur 50%-Marke auf der Y-Achse, ziehen eine Linie nach rechts und gucken, wo das diese Kurven überschneidet. Und in diesem Fall ist die blaue Linie Chemotherapie, also der Kontrollarm, der Behandlungsstandard. Und da sehen wir, dass die mit Chemotherapie alleine 5,5 Monate medianes PFS ist, also progressionsfreies Überleben. Die Kombination mit Nivo und Ipi, da sieht man, dass die Patienten mit dieser Kombination von Nivo und Ipi einen medianen PFS von 7 Monaten haben, also progressionsfreies Überleben. Also eine gute Separierung, eine gute Trennung der Kurven, was uns wieder nahelegt, dass es in dem Fall einen Unterschied gibt zwischen den zwei Behandlungen und dass eine Behandlung Vorteile hat im Vergleich zu anderen. Schauen wir uns nochmal ein Fall an, wo das nicht der Fall ist. Hier ist das eine Kurve, wo es auch wieder die Zeit vertikal dargestellt wird. Time to progression, also Zeit bis zur Progression, zum Fortschreiten der Krankheit. Und unten wieder Zeit in Monaten, also gibt es da zwei Kurven. Die blaue Linie ist Behandlungsstandard und die rote Linie ist da Pembrolizumab plus Behandlungsstandard. Also hier Nutzung von Pembro und bei Patienten mit multiplem Myelom. Und obwohl Pembro bei Lungenkrebs erfolgreich ist, musste man diese Studie durchführen, um zu gucken, ob dieser Vorteil mit anderen Arten von Krebs auch zutrifft. Und in dem Fall kommen wir vielleicht zu einer anderen Schlussfolgerung. Denn hier kann man erstens mal sehen, dass die Linien wirklich nahe beieinander liegen, fast kongruent sind, dass es keine gute Separierung gibt mit viel Weißem dazwischen. Und das würde nahelegen, dass in diesem Fall Pembrolizumab nicht unbedingt besser ist als der Behandlungsstandard alleine. Und hier sieht man auch diese ganzen vertikalen Häkchen auf dieser Linie, auf dieser Kurve. Und das ist die Zensierung, von der ich gesprochen habe, das Herausnehmen der Patienten. Aber der Schlüssel hier ist, dass diese Kurven so nah beieinander liegen und dass es deshalb nicht eine Behandlung besser ist als die andere. Zumindest legt es das nahe. Das ist Ihr Spickzettel,
wenn man sich diese Überlebens- oder KM-Kurven anschaut. Also erstens mal Spickzettel. Lesen Sie den Titel. Suchen Sie nach dem Leerraum zwischen den Zeilen. Sind die separiert oder nah beieinander? Überprüfen Sie die Achsen, um zu sehen, ob das Überleben das ist, was da überhaupt dargestellt wird. Und ob das dann das Gesamtüberleben ist oder was es ist. Oder progressionsfreies Überleben, wie in dem anderen Fall dargestellt. Und verwenden Sie dann diese Line-Drawing-Methode, dieses Ziehen der Linien. Diese 50%-Marke finden auf der vertikalen Y-Achse, dann eine Zeile rüberziehen und das dann runterbringen auf die X-Achse, um zu gucken, wie lange die Patienten überleben. Jetzt sprechen wir über eine andere. Die nächste Folie, also diese Walddiagramme, Forest Plots, das kann sehr verwirrend sein. Ich möchte nicht, dass das die Leute hier einschüchtert, dass das so formell gemacht wird, nein. Nach heute sollten Sie verstehen, den Wald zu sehen, aber auch die Bäume. Also, hier das Walddiagramm vergleicht das Überleben für zwei Behandlungen nach Untergruppen. Manche Patientengruppen reagieren vielleicht besser auf die Behandlung aufgrund ihrer Biomarker oder so. Wir wissen auch, dass Alter oder Geschlecht oder Lebensort, dass das auch alles einen Einfluss haben kann auf die Reaktion auf die Behandlung. Was wir noch verstehen müssen, bevor wir hier in das Diagramm eintauchen, ist diese Hazard Ratio, der Risikoquotient. Also, das ist also das Maß für die Wirkung einer Intervention auf ein bestimmtes Ergebnis im Zeitverlauf. Also in dem Fall Nivo und Ibi, der Einfluss von denen, auf das Fortschreiten der Krankheit. Schauen wir uns diese Gruppe an insgesamt und dann diese Untergruppen, diese verschiedenen Untergruppen. Das wird definiert durch Alter, durch Region, durch Krankheitsstatus. Und dann sehen wir zwei Spalten da. Das eine ist die Kombination beider Medikamente, die untersucht werden, und dann noch Chemotherapie alleine. Und in dieser Spalte sieht man die Zahl der Patienten, die evaluiert werden in diesen verschiedenen Kategorien jeweils. Und wie schon gesagt, dieser Risikoquotient, Hazard Ratio, ist wirklich wichtig beim Walddiagramm. Da schaut man nämlich, ob es da einen messbaren Unterschied gibt bei der Intervention in Bezug auf das Ergebnis der Behandlung. Und hier gibt es keinen Unterschied zwischen Intervention und Standardbehandlung. Und in dem Fall haben wir dieses 1.0 mit einem vertikalen Strich markiert. Und das sieht man hier auf der Grafik. Also wo 1.0 steht, da ist diese vertikale gestrichelte Linie. Und das bedeutet, dass die Intervention hier überlegen ist im Vergleich zum Behandlungsstandard. In dem Fall sehen wir also, dass bei allen Untergruppen die Kombination von Nivo und Ipi hier überlegen war. Noch ein paar Warnungen hier, muss man vorsichtig sein. Es gibt hier eine Linie, die sich hier durchzieht. Und das ist so, wo ca. 95% der Studienteilnehmer hineinfallen würden, wenn man sich die Analyse anschaut. Grundsätzlich sollten diese Linien sehr eng und kurz sein, denn das zeigt an, dass die Mehrzahl der Patienten ein ähnliches Ergebnis aufweist. Aber im Fall der Patienten im Alter von über 75 Jahren auf dieser Grafik, da ist diese horizontale Linie sehr lang. Und das bedeutet, statistisch gesehen, dass man da weniger Zuversicht hat in dem Sinne. Und das kann auch beeinflusst werden von anderen Dingen. Und zugrunde liegende Zustände oder Krankheiten, das kann auch beeinflussen, wie eng diese Linien sind oder wie kurz. Das ist also Ihre grundlegende Einführung hier. Und hier sehen Sie auch noch einige dieser Statistiken hier. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, da voll einzutauchen heute. Aber wir sprechen über P-Werte. Und das ist auch bei Ihrem Risikoquotienten mit dabei. Aber wir schauen uns später vielleicht noch ein paar mehr Statistiken an. Next slide. Und damit sind wir bei der nächsten Folie. Also hier ist wieder unser Spickzettel. Also lesen Sie den Titel nach und auch die Beschreibung und vergleichen Sie. Schauen Sie nach, ob die Punkte mehr links oder rechts sind
um es einen Unterschied gibt bei der Intervention oder wenn die Punkte mehr links sind, dass die Intervention besser funktioniert als das Medikament. Überprüfen Sie auch die Untergruppen, um zu sehen, was sie sind, ob das Geschlecht ist oder auch Alter oder Ort, und schauen Sie, welche Untergruppen Punkte haben, wo wir diese Ausreißer haben, wo diese längeren Linien durchgehen. Und man muss letztendlich beachten, wenn wir diese Untergruppen haben, haben wir vielleicht kleinere Gruppen, die aus der Analyse herausfallen. Das erhöht noch lange nicht das Risiko über falsche Positive. Man will letztendlich eine breite Schlussfolgerung ziehen, indem man die Gruppen miteinander vergleicht. Und wir wollen letztendlich nur betrachten, was mehr rechts und links ist. Also, wir wechseln hier mal ein bisschen das Thema. Nächste Folie. Wir haben bereits zwei dieser Diagramme besprochen, das Überlebensdiagramm und das Walddiagramm. Und jetzt haben wir hier eine Kombination von Nivo und Chemotherapie. Und hier haben wir im Vergleich die Behandlung mit Nivo und Ipilimumab und oder nur alleine mit Nivo oder Chemotherapie. Hier werden die Nebenwirkungen zusammengefasst nach Typ, Schweregrad und Anzahl der Betroffenen. Auch hier wiederum die Beschreibung durchlesen, sodass wir hier sehen, dass mindestens 10% der Patienten entweder mit Nivo plus IP behandelt worden sind oder alleine mit Nivo oder mit Chemotherapie. Hier betrachten wir zuerst in einer Reihe der Nebenwirkungen und dann haben wir die Kombination mit Nivo und IP. Und was wir hier betrachten, ist die Anzahl der Patienten und die entsprechende Prozentzahl. Und wir sehen hier, dass bei der Kombination eine höhere Nebenwirkung vorliegt als bei der Behandlung mit Nivo allein. Und wir sehen hier auch, wenn schwere Nebenwirkungen vorlagen, die so hoch waren, dass die Behandlung nicht mehr fortgesetzt werden kann. Und es scheint hier, dass die Kombination der Medikamente mehr zu solchen Abbrüchen der Behandlung führt, als mit der Behandlung Nivo allein. Man muss also alle Dinge in Betracht ziehen, um zu bestimmen, ob eine Person beeinträchtigt worden ist und es zu Komplikationen geführt hat. Nächste Folie bitte. Bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen, sprechen wir über die RECIST-Kriterien. Das definiert das Ansprechen des Patienten auf ein Medikament, was zum Verschwinden der Läsionen oder der Tumore führen kann. Wir wollen natürlich ein vollständiges Ansprechen, also CR, haben, wo sämtliche Zielläsionen verschwinden. Nicht unbedingt wirklich 100% alle Läsionen, aber dass in dem Moment wirklich zum Großteil des Verschwindens der Läsionen es führt. Manchmal haben Patienten nur ein partielles Ansprechen, PR. Das heißt, es ist mindestens eine 30-prozentige Abnahme der Summe der LD der Zielläsionen. Das sind die Läsionen, die wir nachverfolgt haben, die mindestens eine 30-prozentige Abnahme zeigen. Dann haben wir als nächste Größe die stabile Erkrankung, SD. Das heißt, die Zielläsionen ändern ihre Größe zwischen einer Zunahme von 20% und einer Abnahme von 30%. Und als letztes haben wir PD, eine fortschreitende Erkrankung, wo mindestens eine 20-prozentige Vergrößerung der Zielläsion oder das Auftreten einer neuen Läsion besteht. Und damit kommen wir zum nächsten Waterfall Plot, das Wasserfalldiagramm. Das ist ein weiteres Diagramm, mit dem ich zum Teil auch arbeite. Denn wenn sie funktionieren, ist das eigentlich eine wunderschöne Geschichte. Daten können eine wunderbare Geschichte sein. Und hier unterteilen wir zwischen den unterschiedlichen Teilnehmern. Und wir sehen hier wiederum auf meiner Achse links die Prozentänderung, also bis zu 100% plus und bis zu 100% minus. Und wir sehen hier wiederum
diese horizontalen Linien bei plus 20% und minus 30%. Und hier, das sind unsere RECIST-Kriterien. Und hier haben wir die Tumorgrößen pro Farbe identifiziert. Also rot bedeutet, dass wir eine fortschreitende Erkrankung vorliegt, wo wir eine Zunahme erfahren haben. Blau, das ist zwischen den 20 und 100%, also eine stabile Erkrankung. Und die schwarzen Balken haben wir eine mehr als 30-prozentige oder bis zu 30-prozentige Verringerung, ist also eine partielle Verringerung. Und die anderen, die grünen Balken, ist, wo wir 100% alles erreicht haben. Und das ist relativ einfach zu verstehen. Weiter. Hier wiederum, das ist vielleicht anfangs wirklich sehr verwirrend, jede Menge Farben und Balken. Aber hier die Grafik, das Diagramm ist Ihr Freund. Und wenn man weiß, was mit womit identifiziert wird. Und hier haben wir auch wiederum die maximale Änderung in den Zielläsionsgrößen in Prozent auf der Y-Achse von 100% plus bis 100% minus. Und unsere Strichlinien sind wieder bei 20% im Plus und 30% im Minus. Und ganz unten, das identifiziert, was alles ist. Orange, keine vorherigen Behandlungen. Blau ist eine vorherige TKI-Behandlung. Das Grüne, zwei vorherige TKI-Behandlungen. Und dann haben wir Rot, da haben wir drei vorherige TKI-Behandlungen. Dann gibt es auch noch Mutationen.